Jo, meine Freunde, herzlich willkommen hier zu KKTV Uncut. Wir reagieren heute auf Alyssia Jauer, OnlyFans and Ergebnis einer emotional kaputten Gesellschaft. Uiuiui, Digga. Ich bin übrigens nicht der Einzige mit Augenringe, Digga. Alyssia Jauer auch ein bisschen was, ne? Chill mal ein bisschen, komm runter. Wir hören heute ohne Ton. Menschen hunderte von Euros ausgeben, um Nacktbilder von Influencern zu sehen, während das ganze Internet voll mit kostenloser Pornografie, ja, ich check's auch nicht, jeglicher Form ist. Habt ihr euch mal gefragt, warum die Plattform OnlyFans besonders in Corona... Es ist offensichtlich, dass er Stress machen will. Ja klar, aber solange er nicht beleidigt, Digga, weiß ich nicht, lass ihn einfach, ne? Dann soll er, also kann er doch reinschreiben, ist doch in Ordnung. Exorbitanten Zulauf hatte. Und das nicht nur bei den Creatoren, sondern hauptsächlich bei den Konsumenten. Und was das mit der Einsamkeit von Menschen zu tun haben könnte? In diesem Video werde ich einen Erklärungsversuch für dieses Phänomen präsentieren und aufzeigen, warum der Erfolg von Plattformen wie OnlyFans ein eindeutiges Warnsignal in Bezug auf unsere Gesellschaft sein sollte. Aber was ist OnlyFans überhaupt? Kurz gesagt, eine Social-Media-Plattform wie Instagram. Mit dem Unterschied, dass Creator ihre Bilder hinter einer Paywall verstecken können. Man also dafür bezahlen muss, um sie anzugucken. Des Weiteren können auch persönliche Chat-Nachrichten gegen Geld erhalten werden. Außerdem kann man seinen Lieblings-Creatoren Trinkgeld für Sonderwünsche geben. Also zum Beispiel, ich bezahle dir 30 Euro für ein exklusives Bild deiner Füße mit Badeschaum drauf. Oder ich bezahle dir jeden Tag 2 Euro, wenn du mir dafür eine süße Guten-Morgen-Nachricht schickst. OnlyFans selbst ist zu 20% an den Einnahmen der Creator beteiligt, ist also selbst mittlerweile ein Multimillion-Dollar-Konzern. Aber das finde ich fair. 20% ist in Ordnung. Wisst ihr, wie viel YouTube sich von den Werbeeinnahmen von YouTubern nimmt? 55% oder 45, eins von beiden. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr was, aber eins von beiden auf jeden Fall. Digga, 45%, Digga, für wen mache ich denn Werbung, Digga? Für mich oder für YouTube? Was ist das denn, Alter? Eigentlich wurde die Plattform für sogenannte Erwachseneninhalte entwickelt und dafür steht sie größtenteils noch heute. Timothy Stockley, der Gründer, hatte zuvor andere Plattformen, darunter Glam Girls und Customs for You, in der Erotik- und Pornobranche gegründet. OnlyFans war aber die einzige, die richtig durchgestartet ist. Timothy Stockley gründete OnlyFans im Jahr 2016, weil er erkannt hatte, dass es einen großen Markt an Männern gibt, die Frauen zum Zwecke ihrer eigenen Erniedrigung Geld zahlen wollen. Hinzu kam, dass es anscheinend auch einen sehr großen Markt an Männern gibt, die sich Zuneigung und Intimität in Form von Nachrichten, also quasi eine Online-Freundin, wünschen und bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Richtig viel Geld. Die Gründe dafür können mannigfaltig sein. Wir werden versuchen, später darauf einzugehen. Vorher zwei kurze Disclaimer, damit wir aus der gleichen Perspektive auf die Problematik blicken. Erstens befassen wir uns in diesem Video hauptsächlich mit dem vorherrschenden Erotikbereich der Plattform OnlyFans, nicht etwa mit der verschwindend geringen Anzahl von Accounts, die dort Fitness- oder Kochtutorials hochladen. Die sind für unsere Diskussion und für das Phänomen nicht relevant. Des Weiteren werden wir uns im Folgenden hauptsächlich auf weibliche Creator und heterosexuelle männliche Konsumenten konzentrieren. Nicht, weil ich irgendjemanden ausschließen möchte, sondern einfach, weil hier vermutlich der Hauptgeschäftsbereich der Plattform liegt, in dem sich die Dynamiken und Kernprobleme am besten vergleichen lassen. Trotzdem können die gleichen Dynamiken auch vice versa existieren und für homosexuelle oder andersgeschlechtliche Personen gelten. Man kann sie in der Masse nur nicht so gut beziffern und verallgemeinern. Zunächst ein paar Zahlen und Fakten aus verschiedenen Quellen und einer umfassenden Web-Scraping- und Internetanalyse von Januar diesen Jahres. Natürlich kann man die nicht hundertprozentig verifizieren, da viele Daten auch einfach bei OnlyFans unter Verschluss liegen. Aber diese Analyse hat mit sehr vielen Quellen gearbeitet, um einen möglichst umfassenden Bericht zu erstellen. Seit September 2021 hat die Plattform OnlyFans über 170 Millionen. Boah, krass eigentlich, ne? Junge, was ist denn 2020 passiert? Ach ja, Corona. Ja, auch heftig, ne? Aber ja, es ist genauso, wie sie halt am Anfang gesagt hat, ne? Es gibt einfach halt eine sehr große Zuschauerschaft an Männern, die halt das sind, was man auf Twitch halt einfach nicht sagen darf, ne? Und ich finde, sowas zeigt halt genau das, ne? Das sind halt einsame Männer, die jetzt halt durch Corona wahrscheinlich noch weniger soziale Kontakte haben als vorher. Und dadurch schwellt das dann einfach mal nach oben. Ne? Ich denke, viele Leute melden sich da halt an, um, ne, wie sie halt schon gesagt hat, ne, zum Beispiel halt für Nachrichten zu bezahlen oder halt das Gefühl zu haben, zu einem oder mehrerer Frauen irgendwie so denen sehr nahe zu sein, auch wenn man dafür halt bezahlt. Ist an sich auf jeden Fall sehr traurig, wenn man das halt deswegen machen muss so. Ich persönlich verstehe es aber auch nicht, weil ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage, okay, ich für 30 Euro darf ich einen Monat deine Bilder sehen, also dann würde ich doch zu einer Prostituierten gehen für das Geld, oder? Da habe ich doch deutlich mehr, ich weiß nicht, Mann.
Millionen registrierte Benutzer. Jeden Tag treten vermutlich ca. 500.000 neue Benutzer OnlyFans bei. Man schätzt, dass ca. 87% männlich, 10% weiblich und 3% unbestimmten Geschlechts sind. Circa 1,5 Millionen Nutzer sind auch Ersteller von Inhalten, also Personen, die dort, ne, beispielsweise Nacktbilder verkaufen. Ich glaube, ich mache das auch. Keine Nacktbilder, aber erotische Fotos. OnlyFans hat insgesamt bereits mehr als 2 Milliarden US-Dollar an diese sogenannten Creator ausgezahlt. Die Top-Creator verdienen durchschnittlich etwa 100.000 US-Dollar pro Monat. Es gibt sogar Einzelne, die mehr als 2 Millionen US-Dollar pro Monat. Belle Delphine hat doch irgendwie auch richtig viel Geld damit gemacht, ne? Verdienen. Der durchschnittliche Creator auf OnlyFans hat aber lediglich... Oh, wie viel? Was denkt ihr, wie viel ist der Durchschnitt? Was verdient der Durchschnitt bei OnlyFans? Durchschnitt ist halt bei 1,5 Millionen. Es gibt schon auch viele, die halt inaktiv sind und so, ne? Ich sag 500 Euro. 30.000? Also wenn... wollt ihr mich verarschen, Alter? Ich sag 500. Wenn es jetzt 30.000 ist, Digga, dann ist vorbei. Grob 21 Abonnenten und verdient circa... 30.000, seid ihr dumm, Alter? Cringe. 151 US-Dollar pro Monat. Hier sehen wir schon, dass der Traum vom schnellen großen Geld für viele Normalos oder auch Sexarbeiter, die sich ein zweites Online-Standbein aufbauen wollen, relativ schnell platzt. Richtig viel Kohle. Ja, es ist halt ähnlich wie mit YouTube, ne? Es gibt halt wenige Leute an der Spitze, die halt super viel verdienen, ne? So ein Unge oder Monte, was weiß ich, wenn nicht noch alles dazugehört. So, gleichzeitig gibt es aber auch halt Millionen von Leuten, wahrscheinlich selbst in Deutschland, die YouTube-Videos machen, aber die halt einfach keiner guckt. Machen mit OnlyFans meist die, die sowieso schon berühmt sind, wie Cardi B, Amarant, Bad Baby, Katja Krasavice oder Bella Thorne. Die neuesten demografischen Daten der OnlyFans-Nutzer zeigen uns, dass das durchschnittliche Alter der Creator vermutlich circa... Ja gut, das ist auch 15 Jahre zu alt ungefähr, ne? 29 Jahre beträgt. Die zahlenden Abonnenten sind hingegen überwiegend Männer zwischen 35 und 44 Jahren. Im Schnitt zahlen die Abonnenten für so ein typisches Abo 7,20 Dollar. Man zahlt aber nicht nur für Abonnements. Im März stammten mehr als 50% der Einnahmen aus Abonnements, aber mehr als 30% aus Chats. Also zum Beispiel nette Nachrichten gegen Geld. Und der Rest ist eine Mischung aus Trinkgeldern, bezahlten Streams etc. Und so kann man davon ausgehen, dass sich der ein oder andere Abonnent bereits auf OnlyFans verschuldet hat. Apropos Verschulden, Menschen verschulden sich im Internet nicht nur auf OnlyFans. Und damit kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos, der euch dieses Video ermöglicht. Anyfine, aber wartet noch, Leute, vielleicht kommt da von mir auch was und solltet ihr vielleicht meinen Code benutzen. Klar, denn aufgrund des pikanten Themas wird es wahrscheinlich von YouTube demonetarisiert. Anyfine kann euch helfen, wenn ihr Ratenkäufe im Internet abgeschlossen habt und Schwierigkeiten bekommt, diese abzubezahlen. Denn wusstet ihr zum Beispiel, dass selbst die berühmten 0% Finanzierungen in eurer Schufa vermerkt werden? Deshalb sollte man natürlich es auch vermeiden, Kleidung, Möbel oder Waschmaschinen auf Raten zu kaufen. Anyfine hat das Ziel, Menschen langfristig... Warum sollte denn eine 0% Finanzierung nicht in der Schufa stehen? Also in der Schufa steht doch so alles drin, was du an Verbindlichkeiten hast, oder nicht? Selbst wenn ich mir jetzt einen Monitor hole und der hat 0%, ist das ja trotzdem ein Schuld. Also ich nehme ja trotzdem Schulden auf. Und schnellstmöglich aus diesen Krediten rauszuholen, indem sie euch in wenigen Schritten bessere Bedingungen für eure alten Ratenzahlungen beschaffen. Und danach solltet ihr bestenfalls nicht mehr rückfällig werden. Das Konzept ist sehr simpel. Du lädst dir die App runter, machst ein Foto von deiner Kredit- oder Ratenzahlung und Anyfine prüft, ob sie dir ein besseres Angebot machen können. Deine offene Rechnung wird dann abbezahlt und du wirst Kunde bei Anyfine, zahlst weniger Zinsen und bist schneller schuldenfrei. Und mit meinem Code Alicia spart ihr zusätzlich 20 Euro. Das ist aber kein... Wie gesagt, wartet lieber noch. Lass doch mal warten. Freifahrtschein, also Anyfine einmal benutzen, alle Ratenzahlungen abbezahlen und dann bestenfalls keine neuen mehr abschließen. Zumindest nicht im Internet. Aber auch krass, dass das einfach so sagt, ja, dann nie wieder Raten zahlen, sonst müsstet ihr Anyfine nochmal benutzen. Einmal reicht. Kommen wir nun zurück zum Video und zum exorbitant schnellen... In der Schufa stehen sogar Online-Shopping-Aktivitäten. Also ich habe ja auch eine bekommen gehabt. Alessa, danke schön für den Prime-Sub. Ich habe ja auch eine Schufa gebraucht für mein Haus und so. Da steht wirklich sehr, sehr viel drin, ne? Wachstum der Plattform OnlyFans in den letzten Monaten. Auch wenn es leider keine konkreten Studien gibt und ein Beweis aufgrund unzähliger Faktoren sowieso schwer wäre, deutet vieles darauf hin, dass die globale Pandemie und die damit einhergehende Isolation und Einsamkeit von Menschen ein maßgeblicher Treiber im Erfolg von OnlyFans war. So
So ist die Zahl der Creator seit Beginn der Pandemie bis September 2021 um ca. 333% gestiegen, die der Konsumenten sogar um 567%. Bezogen auf die Userzahlen bedeutet das, diese Plattform ist schneller gewachsen als damals Facebook. Obwohl öffentlich nach wie vor unklar ist, wie viel vom Content Erwachsenen-Content ist, steht eins fest. OnlyFans hat aufgrund dessen massiv Probleme, Investoren zu finden. Und auch wenn man jetzt nicht... Check ich gar nicht, Digga. Also Real Talk, wenn ich jetzt richtig reich wäre, würde ich doch safe in OnlyFans investieren. Also das check ich nicht. Das ist doch alles ja wirklich geschenkt. Jetzt mal Real Talk. Das ist ja wirklich ein geschenktes Geschäftsmodell. Komplett mit einem Brett vorm Kopf rumläuft, checkt man das gefühlt 99% der Creator of OnlyFans, zumindest im Erotikbereich, stattfinden. Allein ein Blick oder auf die Top 10 mit, Creator laut OnlyFinder macht's deutlich. OMG Cosplay oder ich nicht? Free. Mhm. Diese sind alle weiblich und alle im Erotik- oder Porno-Bereich tätig. Gelesen. Die werden alle weiblich gelesen. Ah ja. Daher machen wir jetzt erstmal einen kleinen Exkurs zum Thema Pornografie und Corona. Ui. Der Konsum von Pornografie im Internet ist während... Oh, Jungs! Sexualkunde! ...und der Corona... Mit der heißen Lehrerin. ...Pandemie kurzfristig stark Nein, angestiegen. Das zeigen zum Beispiel die Nutzerzahlen von Pornhub aus 2020. Kappa. Auch wenn man sich das weltweite Google-Search-Volumen zu speziellen Begriffen ansieht, sieht man einen klaren Anstieg zu Zeiten des ersten Lockdowns. Einige Studien kommen zu den gleichen Schlüssen. Man kann nur noch nicht sagen, aus welchem Grund genau. Also ist es aus Langeweile, aus Einsamkeit wegen Social Distancing, vielleicht auch wegen psychischem Stress oder einer Mischung aus allem oder hat es komplett andere Gründe. Wir sehen aber eine Parallele und einen der ersten Gründe, warum auch OnlyFans in der Pandemie vermutlich so einen außerordentlichen Zuwachs erhalten hat. Pornografiekonsum ist in den Lockdowns gestiegen. Aber hier kommen wir wieder zur Anfangsfrage. Warum geben manche Menschen für diese Art von Erotik exorbitant viel Geld aus, während es sie überall im Internet kostenlos gibt? Nun ja, wenn wir logisch rangehen, ist die Antwort recht simpel. Wir müssen uns einfach nur anschauen, was OnlyFans im Vergleich zu anderen Pornoplattformen bietet, was diese nicht haben. Und das ist in erster Linie direkter Kontakt, ja, persönliche Beziehung und scheinbar echte Intimität mit den Creatoren. Und hier könnte ein weiterer Grund für den Erfolg von OnlyFans liegen, der auch schon vor der Pandemie in unserer Gesellschaft gebrodelt hat. Wachsende Einsamkeit und soziale Isolation. Ein erster Treiber hierfür waren und sind die sozialen Medien. Denn während wir das Gefühl haben, mit der ganzen Welt connected zu sein, fühlt sich der einzelne Nutzer immer einsamer und schlechter. Darauf deutet mittlerweile eine Vielzahl von Studien hin. Diese Studie wies beispielsweise darauf hin, dass Teilnehmer, die am häufigsten online waren, definiert als 50 oder mehr Besuche pro Woche, eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit einer wahrgenommenen sozialen Isolation hatten, als diejenigen, die weniger als 9-mal pro Woche online waren. Und diese Studie der University of Pennsylvania hat einer Gruppe von Studenten den Social-Media-Konsum für 3 Wochen stark eingeschränkt und im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigten sie anschließend eine signifikante Verringerung der Einsamkeit und Depression. Ich weiß nicht genau, wie ich das Wort Depression übersetzen kann. Also vielleicht sollte man es nicht mit Depressionen übersetzen, aber ihr wisst Bescheid. Einige das ist voll krass, ne? Wir haben ja auch das Video von Saschka gesehen. Da habe ich ja auch gesagt, dass ich meinen Social-Media-Konsum einschränken möchte. Ich habe tatsächlich seitdem, habe ich auch mal mehr so drauf geachtet, okay, wann mache ich das eigentlich? Und Digga, also Real Talk, ich glaube, ich rutsche da wirklich langsam in eine Sucht. So, das Ding ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Kollegen zum Büro fahre oder so, und wir gehen vom Parkplatz ins Büro, gehe ich auf Instagram. Digga, keine Ahnung, das sind 50 oder 100 Meter oder so, ist halt eine Minute. Und da denke ich mir so, jetzt konnte ich eigentlich aufs Handy gucken. Was geht denn bei Instagram so? Digga, das ist eigentlich mega komisch. Oder auch wenn ich Fahrstuhl fahre oder so, obwohl ich da nicht mehr Internet habe, öffne ich Instagram und gucke halt, was noch geladen hat. Digga, da denke ich mir auch so, what the fuck eigentlich, ne? Oder, ich weiß nicht, jetzt, gut, bei der Arbeit auch relativ oft so, ne, wenn ich jetzt mal, wenn ich mich jetzt so ein bisschen ablenken möchte oder so, auch halt direkt Instagram. So, ich weiß, das ist halt, ich finde das halt so weird irgendwie, ne? Oder auch wenn ich halt, selbst wenn ich im Stream aufs Klo gehe, Digga, ich nehme mein Handy mit und check Instagram. So, warum? Nicht mal auf dem Klo bin ich ohne Handy unterwegs. Alter, das ist schon bitter eigentlich. Ich wollte jetzt mal hier gucken, ob meine Bildschirmzeit, die sich irgendwie schon verringert hat oder so. Ich gucke jetzt einfach mal, was ich heute hatte. Also heute. Warte, was ist denn das hier? Meine Bildschirmzeit. So. Also die Woche
Stimmt, das ist die Woche. 9% weniger als letzte Woche auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Ist allerdings immer noch im Durchschnitt 4 Stunden 30 und Instagram davon ist 2 Stunden 40. Insgesamt aber, oder? Pro Tag? Nee, insgesamt. WhatsApp ist 2 Stunden 6. Gut, kann sein, dass ich das auch mal so offen gelassen habe. Twitch 2 Stunden. Gut, das ist ja normal. Sowas wie Google und so weiter ist ja auch okay. Ah, Trade Republic, Digga, 30 Minuten. Ah, ich kenne mich aus, Digga. Junge, aber krank. Nutzung nach Aktivitäten. Instagram 114 Mal. Alter. Heißt das, nutze ich Instagram 114 Mal am Tag oder seitdem? Nee, ist die Woche, ne? Boah. Ich gehe 114 Mal in 3 Tagen auf Instagram. Das ist gar nicht so viel, das sind 30 Mal am Tag. Aber es ist doch viel. Wenn man jetzt so 10 Stunden wach ist, oder sagen wir mal so 14 Stunden wach ist, 15 Stunden, zweimal in der Stunde, ja, man macht ja auch noch andere Sachen nebenbei. Ja, wirklich, kann ich auch nur den Tipp geben, versucht das wirklich einzuschränken, ne? Weitere Studien verlinke ich euch gerne in der Beschreibung. Ein Verstärker für Einsamkeit war die Corona-Pandemie. Auch hierzu gibt es zahlreiche Studien und Literatur. Am besten zusammenfassend tut es diese systematische Übersichtsarbeit aus Januar 2022, die 53 Studien zu diesem Thema synthetisiert und analysiert hat. Sie fanden heraus, dass die meisten quantitativen Studien Querschnittsstudien waren. Die wenigen Längsschnittstudien berichteten hauptsächlich über eine Zunahme der Einsamkeit. Insbesondere wenn die Messzeitpunkte vor der Pandemie Monate oder Jahre vor der Covid-19-Pandemie lagen. Studien, bei denen präpandemisch Wochen oder Tage vor der Pandemie gemessen wurde, berichteten von relativ stabilen oder sogar abnehmenden Einsamkeitstendenzen. Das könnte einfach nur deshalb sein, weil die Einsamkeitsthematik schon länger existiert, beispielsweise durch Social Media, aber das ist nur eine Vermutung von mir. Des Weiteren machten die Wissenschaftler... Ja, ist aber eigentlich echt krass, ne? Obwohl wir jetzt viel besser connected sind miteinander, machen wir irgendwie weniger im Real Life, ne? Aber... Ich weiß nicht, das Ding ist, man kann heutzutage halt auch vieles machen, ohne sich zu treffen. Ne? Ich weiß nicht, statt sich zu treffen, macht man dann vielleicht mal ein paar WhatsApp-Memos, wenn man sich irgendwas zu sagen hat. Anstatt irgendwie rauszugehen, zockt man eine Runde miteinander und so. Das habe ich damals zum Beispiel bei meinem Freundeskreis in der Schule auch mega genervt. Das waren auch alles eher so Stubenhocker halt. Ne? Also ich habe auch mal zu einem Kollegen irgendwie, habe ich mal so gefragt, das ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Weiß nicht, wollen wir in die Stadt gehen, weil ich brauchte irgendwas. Und dann hat er mich auch so gesagt, ja, weiß nicht, warum. Ich so, ja, weiß nicht, ne, ich brauchte halt was. Ja, nee, ich zock lieber. Wo ich mir auch so denke, ey... Keine Ahnung, du bist halt jetzt lieber alleine dann zu Hause und spielst halt für dich selber am PC, anstatt halt raus, also ne, selbst haben wir jetzt nichts großartig, mach doch einfach raus, geh in die Luft, Digga, ein bisschen bewegen und so, ist doch viel, viel geiler. Hier eine empirische Untersuchung, die zeigte, dass die Qualität sozusagen... Ich war auch mal mit so einem befreundet, der rausgeht, was ein Freak, Mann, Digga, direkt weggehauen. Beziehungen während der Pandemie im Durchschnitt schlechter wahrgenommen wurde als zuvor. Diese Wahrnehmung wurde in den ersten 2 Wochen der Pandemie etwas stärker, stagnierte danach aber. Abseits von der Einsamkeit durch Social Media und die Pandemie fand ich persönlich noch eine Studie sehr interessant, die Daten aus allgemeinen Bevölkerungsumfragen von 2000 bis 2018 verwendet hat, um die Häufigkeit und die Anzahl der Sexualpartner für fast 10.000 Männer und Frauen zu untersuchen. Diese Umfragestudie ergab, dass die sexuelle Aktivität bei US-Männern von 2000 bis 2018 so abgenommen hat, dass etwa einer von 3 Männern im Alter von 18 bis 24 Jahren im vergangenen Jahr keine sexuelle Aktivität angegeben hat. Das könnte Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben. In der gesamten Altersgruppe stieg die sexuelle Inaktivität bei Männern ebenfalls, und zwar von 9,5 auf 16,5% zwischen 2000 und 2018. Krass eigentlich, ne? Also was heißt denn jetzt sexuelle Inaktivität? War das jetzt ein Jahr oder was? Warst du bei der Studie dabei, cool? Alles gut, Digga, ich bin sexuell mega aktiv mit meiner Hand, das passt schon. Ja, es ist schon, also wie gesagt, am bittersten ist es ja nicht, wenn man jetzt irgendwie keinen Sex hat oder so, sondern wenn man halt eigentlich gerne welchen hätte, aber keinen bekommt quasi, so wisst ihr, was ich meine. Aber es ist schon krass, 16,5%, ich meine, es hat jetzt, was, ich bin jetzt gerade irgendwie nicht mitbekommen, es war, glaube ich, aber auch noch für die USA, ne? Aber 16, das ist schon krass, das ist fast jeder Fünfte so, ne? Überleg mal, wenn ihr in den Club geht, jeden Fünften könnt ihr auslachen. Ah, du denkst, du könntest einen Vibe abschleppen, Digga, aber das wird nix. Bei den Frauen... Hey, ich war früher auch so, aber dann habe ich YouTube-Abonnenten bekommen. Und hingegen blieb die Verteilung der sexuellen Aktivität in der gesamten Altersgruppe während des Studienzeitraums stabil. Und das ist schon krass. Denn das bedeutet, einfach zusammengefasst, US... Naja, es gibt halt viele hässliche Männer, die keine Frau nimmt. Aber Männern ist es egal, wie Frauen aussehen, Digga. Hauptsache rein da. Männer immer weniger. Tendenz sinkend.
Und auch das und sie hat ficken gesagt. Könnte ein Vakuum sein, das durch Plattformen wie OnlyFans zu füllen versucht wird. Wir haben uns jetzt einige Studien angeschaut und auch wenn wir natürlich keine hundertprozentige Kausalität feststellen können, liegt die Vermutung extrem nah, dass es sich bei einer Plattform wie OnlyFans um ein konsequentes Symptom all dieser Faktoren handelt. Plump und übertrieben gesagt, emotional verzweifelte Männer treffen auf Frauen, die eventuell auch emotional verzweifelt sind, aber zusätzlich wirtschaftlich profitieren. Und OnlyFans ist nicht die Ursache. OnlyFans ist eine Art Tumor, der sich aus der Konsequenz der steigenden Einsamkeit von Menschen und wenigen, die davon wirtschaftlich profitieren können, gebildet hat. Die Sache ist, OnlyFans ist aber auch nicht die Lösung dieses Einsamkeitproblems, sondern agiert langfristig vermutlich noch als Verstärker. Ein Modell, das auf beiden Seiten Verlierer hat, denn es verbindet die toxischen Suchtfaktoren von Social Media mit denen von Pornografie. Und wir wissen von beiden mittlerweile, dass sie in vielen Fällen, gerade wenn schon Depressionen und Einsamkeit existieren, nett gesagt nicht sonderlich förderlich für die Psyche sind. Und an der Stelle kommt jetzt einfach nur meine Meinung und meine ausschweifenden Gedanken und Sorgen zu diesem Thema. Ja, also ich verstehe OnlyFans, wie gesagt, generell nicht. Also ich zum Beispiel war früher auch so, gebe ich auch ganz offen zu, so bis so 2015 eigentlich noch rum. So, weiß ich nicht, ich hatte voll wenig mit Frauen auch so zu tun, ne, weil ich weiß nicht, so ich, ne, war halt noch auf YouTube nicht bekannt, dazu sehe ich nicht besonders gut aus. Die Fotos, die ich damals gemacht habe, waren auch alle crap, also ist echt lächerlich. Bin rumgelaufen wie der letzte Horst. So, das Ding ist aber, selbst in dieser Zeit, wo ich ja auch jetzt schon, also ne, ich hätte ja schon Bock gehabt, eine Frau zu haben, das ist ja klar, wäre ich nie auf die Idee gekommen, zum Beispiel bei OnlyFans Geld dafür auszugeben. Also sag ich euch halt, wie es ist. Also ich weiß nicht so, dann hätte ich halt lieber weiter halt keine sexuelle Aktivität gehabt, als dass ich jetzt sage, ey, ne, ich gebe jetzt 15 oder 20 Euro aus, damit ich bei einer Creatorin diese Fotos sehen kann. Weil ich weiß, es ist ja auch klar, dass du halt eben nicht diese Verbindung mit ihr hast. So, das ist ja wirklich nur dieses Geld. Sobald das Geld weg ist, ist auch deine Verbindung zu ihr weg. Und Real Talk, wenn ich es so nötig habe, was mit Frauen so zumindest Gespräche oder so zu haben, Bruder, dann gehe ich auf Twitch, suche mir irgendeine erwachsene Streamerin, die 3 Zuschauer hat, gehe da rein und bin da aktiv jedes Mal am Start, wenn die streamt. Dann weiß ich auch, dass die auf mich eingeht, weil ich bin wahrscheinlich der Einzige, der dann in den Chat schreibt. Und wenn die groß wird, werde ich vielleicht Moderator und kann selber abcashen oder so, weißt du? Also, ja, ich weiß nicht. Deswegen, ich hab OnlyFans halt noch nie verstanden, ne, warum man da halt wirklich dann auch teilweise bei mehreren Creatern oder sowas im Monat reinhaut. Ne? Aber es ist ja so, wie sie am Anfang gesagt hat. Also, es gibt halt Millionen kostenlose Porno-Plattformen. Es gibt jeden Fetisch, es gibt jede Vorliebe, es gibt alles, Digga. Ja, es gibt Kartenschlitze, es gibt Achswunden, so. Du kannst alles suchen, was du möchtest. Und stattdessen sagst du dir, okay, ich zahle jetzt 15 Euro, um von einer Person diese Bilder zu sehen. Digga, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, es macht für mich einfach keinen Sinn irgendwie, muss ich ehrlich gesagt zugeben, ne? Ich bin zwar Jungfrau, aber ich könnte das, aber das könnten wir schnell ändern. Ach, gerne, Digga, meld dich. Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es das meist auch. Irgendjemand bezahlt den Preis. Und in diesem Fall sind es jene, die... Ja, ich glaube sogar bei Reddit gibt es sogar die meisten irgendwie zu sehen, oder? Ist das nicht so, dass voll viele da hochgeladen werden? Auf jeden Fall von Melina Sanchez, habe ich gehört, wurden da die Bilder hochgeladen, ne? Und so ein paar andere, die ich da... nicht gesucht habe, aber ne, wo man so recherchiert hat, ne, und so. Durch halt. OnlyFans Scheinintimität kaufen oder verkaufen. OnlyFans ist vielleicht nur so erfolgreich mit diesem Geschäftsmodell, weil unsere Gesellschaft diese Sachen für einige nicht mehr bietet. Nähe, Zuneigung, sozialen Austausch, Intimität. Weil es einfacher wird, sich diese zu erkaufen, anstatt sie sich selbst zu erarbeiten. Viele Menschen haben keine bedeutsamen Beziehungen mehr und gerade den Männern scheint in vielen Fällen, wie zum Beispiel diese Studie zeigt, Intimität und Sexualität zu fehlen. Und wenn dann auch noch der berufliche Erfolg oder Erfolg in anderen Lebensbereichen ausbleibt, setzt irgendwann die Verzweiflung ein. OnlyFans gibt Männern eine illusorische, gekaufte Zuneigung, die echte Einsamkeit aber vermutlich noch schlimmer macht. Zumindest wenn OnlyFans wie andere Social-Media-Plattformen auf die Psyche wirkt, was ich stark vermute. Zumindest wenn OnlyFans wie Pornografie auf die Psyche wirkt, was ich stark vermute. Aber auch Frauen verlieren. Oft wird argumentiert, dass OnlyFans das Thema Sexualität enttabuisieren würde. Frauen dabei richtig gut entlohnt und ihnen die Selbstbestimmung über ihre Sexualisierung in der Gesellschaft endlich zurückgibt. Meiner Ansicht nach tut es das nicht. Es gibt Frauen lediglich die Möglichkeit, ihren Wert auf dem Fleischmarkt jetzt selbst zu beziffern. Und so profitieren hier einige. Ja, ich meine vor allem das Ding ist, man sagt halt immer so, ja, ne, die ist ja auch selbstbestimmt und so weiter. Und klar, an sich stimmt das natürlich.
Ich finde aber, was man noch nicht vergessen sollte, jeder Mensch ist halt käuflich so. Und wenn ich jetzt ankomme und sage, ey, nimm dich mal auf, wie du in eine Flasche pisst und das trinkst, dann ist die Frage nicht ob, sondern ab wann. So, wenn ich dir jetzt schreibe, ich gebe dir 500.000 Euro dafür, wird sie es wahrscheinlich machen, auch wenn sie es nicht mag, wenn das irgendeine kleine Creatorin ist. So, wisst ihr, was ich meine? Also, alles ist halt irgendwie einfach käuflich. So, selbst wenn du auf OnlyFans irgendeine Grenze hast, dass du sagst, okay, aber ich ziehe mich nicht aus oder ich mache kein Content für Männer. Klar, es gibt also ne, so für einzelne Männer. Klar, es gibt bestimmt auch Frauen, die das komplett durchziehen und die sagen, nee, ich mache das nicht, das ist meine Grenze. Aber ich habe schon öfter halt gehört gehabt, nein, wirklich, so, na, halt so mitbekommen, dass halt Grenzen verschwimmen halt auch sehr schnell, ne? So, weil das Ding ist so, stell dir vor, ich weiß nicht, du lebst vielleicht davon und dann hast du vielleicht einen Monat, wo du statt deinen 1.500 Euro machst du vielleicht nur 1.000. Aber dann sagt dir jemand, ey, für 200 Euro schieb dir mal eine Shampoosflasche rein. Obwohl du das vielleicht gar nicht machen möchtest, denkst du dir so, ey, ich brauche das Geld, es läuft immer schlechter, so, dann mache ich da halt mit. Ne? Oder wenn man auch immer im Gespräch bleiben möchte, muss man ja auch theoretisch halt, ne, an sich nicht, aber so theoretisch halt, neben immer wieder neuen Content auch immer wieder krasse Sachen bringen. So, und die Zuschauer wollen dann vielleicht irgendwann auch mehr sehen oder einige zumindest. Ne? Also man sagt halt immer so, dass man so selbstbestimmt ist, aber im Endeffekt ist man immer noch von Männern abhängig, die dafür zahlen. Und die musst du halt zufriedenstellen. Ne? Klar, es gibt auch Männer, die sich hier nicht verlieben und die würden auch zahlen, wenn du einfach nur ein Foto in Jeans postest oder so. Aber ich denke mal, dass viele auch irgendwann halt gehen werden, wenn sie halt nicht so das bekommen, was sie halt sehen wollen. Oder wenn die damit irgendwann nicht mehr zufrieden sind. So, deswegen finde ich auch, dass OnlyFans, auch was das angeht, halt relativ problematisch werden kann auf jeden Fall. Ne? Wenige Frauen unter dem Deckmantel von Self-Empowerment und Feminismus eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, vom Patriarchat, obwohl das ja eigentlich mittlerweile nicht mehr existieren sollte, denn sie tun das, was früher Männer gemacht haben. Ihren weiblichen Körper mit einem Preisschild versehen, ihre Zuneigung mit einem Preisschild versehen. Hierzu habe ich unter meinem Pro- und Contra-Laber-Video zu OnlyFans im Dezember einen sehr, sehr schönen Kommentar gefunden. If your liberation doesn't upset your oppressor, you are not liberated at all. Hinzu kommt, dass Frauen, um richtig finanziell erfolgreich mit OnlyFans zu sein, ihren Abonnenten im Chat eine Intimität vorspielen oder wirklich geben und verkaufen müssen. Das geht über süße Nachrichten, über persönlich exklusive Bilder bis hin zur Verschiebung der persönlichen Grenzen für den Partner, aka zahlenden Abonnenten. Denn dass die Teilnahme von Frauen bei OnlyFans oft aus wirtschaftlicher Verzweiflung rührt, erkennt man daran, dass sich oft Grenzen verschieben, sofern das Geld stimmt. Hast du so eine klare Grenze oder? Also man sieht alles außer im Moment. Jetzt sagen wir mal, man hat seine Grenzen, dann kommt eine Anfrage, du für wahnsinnige 5.000 Euro. Deine würde ich schon mal gerne sehen unter der Dusche. 5.000 Euro? Oh girl, let's go. Bei 5.000 Euro verschiebt sich die Grenze, definitiv. Eine Sache, die keine... Ja, es ist so bitter, dass das gerade so C. Grime ist, Alter. Die sich die ganze Zeit darüber beschwert, dass die Welt von Männern gedingst ist und die haben ja so viel Macht und Geld und alles ist in deren Hand. Digga, und dann kommt ein Mann und packt dir so 10 lila Scheine auf den Tisch. Digga, natürlich zeige ich dir meine Muschi. Hä, ist doch mega feministisch, wenn ich mich hier von einem Mann, der Macht hat, bezahlen lasse, um mich auszuziehen. Damit habe ich es ihm nämlich gezeigt, denn ich nehme ja sein Geld. Ey, Digga, es ist... Frage in anderen Lebensbereichen, in deinem Day-to-Day-Job, auch teilweise... Ihre Pussy wird mich schon interessieren, Digga, aber 5.000 Euro ist wirklich eine Menge, ne? Vielleicht mache ich mal so einen Spendenstream. Mal gucken, dann zeige ich euch das, wenn ihr mich mal im Internet, wenn ihr mich im Real Life mal anspricht. ...teilweise passiert. Aber die im Fall von Nacktheit und Intimität... einige mit Sicherheit retrospektiv bereuen werden. Das klingt jetzt zunächst so, als möchte ich hier die bösen, bösen Frauen angreifen. Dabei möchte ich das gar nicht, denn die meisten Frauen sind in diesem Szenario die absoluten Verlierer. Likes und Geld für tolle Bilder sind eine Art Bestätigung und Instant-Dopamin-Kick. Also unglaubliche Glücksgefühle, wenn das eigene Foto, das eigene Aussehen beim Konsumenten gut ankommt. Ohne dass dafür jetzt wirklich eine Leistung oder irgendwas Inneres erbracht wurde. Wer sein Glück nicht aus inneren Werten, sondern größtenteils aus Bestätigung für Äußeres bezieht, wird irgendwann Probleme bekommen. Weil Marktwert ohne eine starke Psyche schnell an Selbstwert geknüpft wird. Obwohl die beiden eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, aber versucht das mal auseinanderzuhalten. Was ist, wenn man alt wird? Was ist, wenn der eigene Körpertyp nicht mehr gefragt ist? Ist man da nichts mehr wert? Nein, ist man nicht. Aber versucht das mal jemandem zu erklären, der seinen Selbstwert jahrelang aus Likes und Geld für äußeres Aussehen gezogen hat. Ja. Weil was ist dann noch übrig? Also ich denke auch, dass das OnlyFans auf jeden Fall problematisch ist. Na klar, für die Frauen oder Personen, also Frauen, die sehr groß auf der Seite sind, ist es natürlich halt geil. Und es gibt bestimmt auch Leute, die
ja, vielleicht auch irgendwelche bestimmten Fetische oder sowas bedienen, die auf der Seite vielleicht auch relativ gut leben können, weil es vielleicht nicht viele machen. Keine Ahnung, könnt ihr mal reinschreiben, bin da nicht so drin. Aber ich glaube, so für einen Großteil der Leute ist es halt wirklich, gerade wenn du so Standard-Content machst, also ich selber bin ja auch viel auf so einem Imageboard unterwegs, wo auch viele Onlyfans-Fotos halt hochgeladen werden und das meiste ist halt wirklich 0815 so, ne? Also, Digga, wie oft habe ich schon gesehen, dass irgendein Arsch in die Kamera gehalten wird? So, wo ich mir so denke, ja, Digga, nach dem 500. Mal so, also klar masturbiere ich dazu, aber würde ich jetzt auch nicht für zahlen, hebt sich halt nicht ab, ne? Und das ist halt das Problem, ne? Man muss einfach irgendwas Krasses machen, um sich halt eben abzuheben, ne? Übrigens, Rolex wenn ich mein Leben lang nur für mein Äußeres bestätigt wurde. Also versteht mich nicht falsch, es gibt mit Sicherheit auch Creator auf OnlyFans, die mental absolut fit sind, die machen das ein paar Monate, ziehen da richtig ordentlich Asche draus und dann sind die weg vom Fenster, ohne je irgendwie davon tangiert zu sein. Aber was ist mit dem Rest? Ich will auch nochmal einräumen, mit Sicherheit ist nicht alles an OnlyFans absolut schlecht und zu verteufeln. Aber die positiven Aspekte sind heute mal nicht Teil dieses Videos, denn die werden gefühlt schon überall im Internet inflationär angepriesen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber viele Frauen sind auf OnlyFans, weil sie Geld und Bestätigung für ihren sexuellen Marktwert wollen. Und Männer, weil sie Geld und Bestätigung geben, in der Hoffnung auf ein bisschen Nähe und Intimität. Stellt euch mal vor, wir würden genau diese Dynamiken einfach mal großflächig auf die Gesellschaft projizieren. Das wäre actually ein starker Rückschritt, was das Verhältnis zwischen Mann und Frau angeht. Aber was weiß ich am Ende, ne? Solange OnlyFans von irgendwelchen Rappern und Feministen als Empowerment gelabelt wird, who am I to judge? Macht doch am Ende alle, was ihr wollt, aber eins solltet ihr auf jeden Fall machen und das ist meinen Kanal abonnieren, okay. Denn dann sehen wir uns auch. Gutes Video auf jeden Fall, kann man sich geben, finde ich sehr gut. Ich finde OnlyFans generell ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema, was das alles angeht. Ja, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Auch gerade danach der Pandemie. Da bin ich dann wirklich gespannt, ob die Zahlen wieder runtergehen oder ob das dann schon so etabliert ist, dass es halt trotzdem weiter steigt.